Das ist die Europäische Union, wie wir sie alle kennen. Aber welche Rolle spielt die Bundesrepublik Deutschland in diesem Staatenverbund aus 28 Mitgliedstaaten? Eins ist sicher, Deutschland spielt eine große Rolle. Allein durch die wirtschaftliche wie auch finanzielle Stärke erarbeitet sich dieses Land eine Vormachtstellung in der Union. Gerade von dieser finanziellen Stärke geht eine enorme Macht aus. Andere Nachbarstaaten haben lange nicht eine so gut funktionierende Wirtschaft. Zum Beispiel ist Deutschland der Staat mit den meisten Einnahmen durch Exportgütern in der gesamten EU. Von vielen anderen Mitgliedstaaten wird die Bundesrepublik wegen ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Stabilität bewundert und respektiert. Es gibt aber auch Länder, die Deutschland als Sündenbock für ihre schlechte Lage sehen. Die aufgezwängte Sparpolitik wird dabei oft kritisiert. Durch die finanzielle Stärke ist die BRD eine der größten Geldgeber für finanziell schwache Staaten, wie zum Beispiel Griechenland. Häufig nimmt dieses Land mit anderen Ländern zusammen, oft Frankreich, eine vermittelnde Rolle in europäischen oder globalen Konflikten ein, zum Beispiel das Minsker Friedensabkommen. In der europäischen Politik trägt die deutsche Stimme viel Gewicht. Apropos Gewicht, wie steht eigentlich die gesamte Europäische Union in der globalisierten Welt da? Was genau ist eigentlich Globalisierung? Globalisierung beschreibt den Vorgang immer zunehmender Verflechtung auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene. Erst einmal zum wirtschaftlichen Aspekt. Die EU ist die größte Volkswirtschaft und der größte Binnenmarkt der Erde. Sie ist wichtigster Handelspartner von über 100 Nationen und trug maßgeblich zur Gründung der WTO bei. Was ist die WTO? Die World Trade Organization wurde am 15. April 1954 gegründet und beschäftigt sich mit Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Aber jetzt zurück zum Thema. Die Union schloss viele Freihandelsabkommen und konnte dadurch zum Beispiel Zollpreise senken und ihre Positionen stärken. Momentan ist das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA im Gespräch. Obwohl auf die EU nur 7% der Weltbevölkerung fallen, wird hier ein Viertel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Und die EU ist der bedeutendste Im- und Exporteur von Waren und Dienstleistungen. Auch die Gemeinschaftswährung der Euro spielt eine große Rolle. Zwar keine ganz so große wie der Dollar, aber immerhin werden 24,4% der Weltwährungsreserven in Euro gehalten. Anders sieht es auf der politischen Ebene aus. Die politische Bedeutung ist keineswegs zu unterschätzen. Sie ist hoch, aber im Vergleich zur wirtschaftlichen Bedeutung eher schwächer. Die EU ist weltweit aktiv und versucht zum Beispiel Krisen wie in Afghanistan mit militärischer, humanitärer und finanzieller Hilfe zu lösen. Diese Hilfe ist aber nicht immer erfolgreich. Ein sehr wahrscheinlicher Grund dafür ist die fehlende gemeinsame Position der Europäischen Union. Viele Mitgliedstaaten denken zu national. Das ist auch der Grund für ein im Vergleich zur wirtschaftlichen Bedeutung eher geringeres politisches Gewicht. Es fehlt eine gemeinsame, starke Außenpolitik aller 28 Mitgliedstaaten. Wie geht es mit der Europäischen Union weiter? Es gibt in der Union einige Problembereiche. Zu den folgenreichsten gehören die Finanzkrise Griechenlands wie auch anderer Staaten. Außerdem steigt die Arbeitslosigkeit, Austrittswünsche werden offengelegt, an den Grenzen zur EU gibt es die Ukraine-Krise und in einigen Staaten erwacht der Nationalismus. Ein Beispiel hierfür ist das Erstarken des Front National in Frankreich. Die größten Probleme bleiben jedoch die hohen wirtschaftlichen Unterschiede innerhalb der EU und die bereits erwähnte fehlende gemeinsame Außenpolitik. Aber zurück zur Frage, wie geht es weiter? Die Zukunft der Europäischen Union lässt sich nicht genau vorhersagen. Man kann nur vermuten und verschiedene Szenarien aufstellen. Hier drei sehr wahrscheinliche Szenarien. Innerhalb der EU entstehen Länder, welche sich als Einzelkämpfer herauskristallisieren und ihr eigenes Ding durchziehen. Folge wäre, dass die EU keine politische und wirtschaftliche Einheit mehr wäre, sondern eine schwache und brüchige Summe einzelner Teilstaaten. Das zweite Szenario ist, dass sich innerhalb Europas einzelne starke Staaten zusammenschließen und ein Kerneuropa bilden. Die EU würde weiter existieren, aber es gäbe eine Kluft zwischen starken und schwachen Staaten. Die dritte Möglichkeit besteht aus einem weiteren Zusammenrücken der Mitgliedstaaten und einer gemeinsam abgestimmten Wirtschafts- und Außenpolitik. Dies würde die EU zusammenschweißen und auch nach außen stärken. Problem bei diesem Szenario: Die Bevölkerung, gerade der wirtschaftlich starken Staaten, ist davon nicht unbedingt überzeugt. Die zukünftige Rolle Deutschlands ist stark davon abhängig, wie sich die Europäische Union weiterentwickelt. Momentan sieht es so aus, dass Deutschland weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, vor allem durch die politische, wirtschaftliche und finanzielle Stabilität und Stärke.